hat sich einfach der O'Neill dann verkrochen, ja? Oder wie soll ich das verstehen? Oh, warte mal, das ist ein Muni. Oh, Raketen. Nehmt auf jeden Fall mal mit. Das hier können wir nicht so gut brauchen. Was soll's? Nehmen wir das hier. Ich bin da ja nicht so. Aber. Daneben. Okay, schon wieder daneben. Au, 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 au. Nächsten müssen nachladen. Scheiße. Die kleinen Bastarde, wenn die einen Unglück bekommen, dann ist ja auch gute Nacht und so. Ich will dich doch nur töten. Poeten. So. Der nächste bitte. Hey. Würdest du bitte sterben? Danke. So, der nächste hier hinten. Huch. Geht einfach hoch. Was ist das? Was zur Hölle? Kaufen Sie jetzt die Koreaner Ausrüstung. Fehlt nur noch das Werbeschild. Keine Ahnung, was das da schon soll. Ja, wir müssen weiter. Ist es denn noch weit? Nein, oder? Warte, ich bin... Ach, okay, es ist weit. Relativ weit. Ich hoffe, wir können hier in das Gefährt eindringen, obwohl es auch ziemlich defekt. Irgendwo habe ich schon wieder was gemacht. Oh shit, 85%. Das sieht nicht gut aus. Nee, besser aussteigen. Aussteigen. Anderes Gefährt nehmen. Ihr scheiß kleinen Bastarde. Geht zurück auf euren Planeten. Alter, das gibt's doch nicht, was die auch an Schaden hier machen. Ich muss hier einmal entdecken. Lauf schneller. So. Okay. Ganz ruhig. Wir packen das. So, einer. Daneben. Nur was auch immer die ballern, ist mir egal. So ist sie ballern nicht auf mich. Ich hab fast gedacht, dass du da bist. So. Aua, aua, aua. Shit. Also ein großes Ding. Jetzt aber hier hinein oder so. Oh, doch, das ist klar, oder? Das fährt nicht. Das ist natürlich die Kacke, dass die so stark beschädigt sind, die Fahrzeuge. So, jetzt fahr. Hallo, schneller. Kumpel. Wow. Sieh nur, wie groß das Ding ist. Ob das Aliens sind? Egal. Bringen wir es einfach um. Ich bin dabei, Mann. Das Ding erledigen, Psycho. Mit diesen Kreaturen auf der Startbahn können wir unseren letzten schweren Vogel nicht riskieren. Jawohl, Mann. Du hast es fast geschafft, Psycho. Wir haben das Ding gleich. Wo weißt du das denn? Hast du eine Lebensanzeige für das Viech? Mal ernsthaft. Ich fahre hier so im Slalom so ein bisschen rum, damit ich hier nicht von irgendwelchen Laserdingern erwischt werde, was nicht gut klappt, aber was soll's. Ah, was macht der denn da für ein Freestyler? So. Ich bin schon um die Kurve hier. Da ist er down. Glaube ich. Nee, er hat nur große Explosionen gekriegt. Okay. Rückwärtsgang. Weiterballern. Shit. Shit. Ich hab Akku. Aussteigen, glaube ich. Ist, glaube ich, besser. Moment. Ich weiß nicht, was hier hinten in der Lagerhalle ist. Ob das irgendwo was Nützliches ist oder so. Keine Ahnung. Aber ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein.
Wir haben doch noch Raketenwerfer. Immer schön aufs Kiefer haben wir gelernt. Mal los. Jetzt hat er schon so viel Schaden gekriegt, er kann gar nicht mehr so viel aushalten. Aufs Kiefer, aufs Kiefer, aufs Kiefer und weg vom Schall. Ah, shit, 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 shit. Okay. Drecke an meinen Schüssen oder so. Was der auch an mein Schild hier wegmacht, ne? Ist einfach ein Hammer. So. Habe ich noch mit der Waffe? Das war's für die Waffe. So, nächste Waffe hier. Ballern! Hier kriegt mich nicht leben, wie immer. Was ist mit den Dingern da oben? Kann ich die vernichten? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, da gesagt wird, nee, vernichten ist nicht gut hier. Klappt gerade mal nicht. Das ist meine Granate! Nicht? Schade. Das ist eine andere Granate! Das hat wirklich Schaden noch, weiß ich nicht, aber ich werf das einfach mal. Ich meine, so viel kann das Vieh ja auch nicht mehr aushalten. Und ein paar Granaten habe ich noch. Moment. Zwei habe ich noch. So, jetzt war es an Granaten. Der raucht auf jeden Fall ganz schön. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich hätte gerne bessere Waffen. So, die Raketenwerfer wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Und nein, die Fässer nehme ich nicht nochmal wie im ersten Teil in die Hand. Und dann werde ich auf den Ball leiten und dann freue ich mich auf den Keks. Das wird so nicht klappen. Das schon stand DB dran, aber ist DS. Na, so hat mit der deutschen Waffe zu tun. Eher so mit Drachenseele. Shit. Moment. Scheiß kleine Mistblut schon wieder. Na, komm her. Wenn nicht, dann baller ich hier drauf weiter. Ah. Er hat schon wieder was abgekriegt. Ist gut. Ich glaube, das muss er an dieser Stelle auch nicht. Und gleich sind die beiden Magazine leer hier. Nicht schlecht. Das lässt sich nicht verhindern. Was haben wir jetzt noch um die Sprengladung? Wir haben. Das war's. Okay. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Und hier ist unser Behälter, den wir gerne hätten. Ich laufe hier einfach mal in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Hier zum Beispiel ein bisschen FY71 Muni. Wann würde ich hier diese Muni gefunden? Hier hinten liegt noch was. Das sieht gut aus. Ja. Und jetzt hier mit dem Maschinengewehr einfach. Das habe ich mir fast gedacht. Shit. Au. Würdest du bitte? Danke. Aber. Ne, die ist leer. Ja, haben wir was? Den können wir hier den verstehen. Okay, das hat geklappt. Wir haben schon so ein Mistviech. Zwei Mistviecher. Der ist weg. Allen Seiten. So. Okay. So, das
ihn hier. Jetzt gibt's für dich hier nochmal ein bisschen was. Nur ein bisschen. Warte. Du kriegst gleich was. Also. Take it easy. Nimm das Maschinengewehr auf Doom. Shit. Ich bin überhitzt. Draufballern. Einfach irgendwie draufballern. Das wird schon. Moment. Granate. Ich hab davon noch mal. Mal wieder. So, ein Schuss noch. Bam. Naja, habe ich mal wieder nicht. Dann noch die Sprengladung. Aber ich traue mich hier auch gar nicht mal so nah ranzugehen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Darum muss ich hier jetzt schon wieder gucken, wo ich ein bisschen Mini herbekomme. Vielleicht haben wir hier drin was. Hier liegt noch ein bisschen was. Da ist eine Raketenwerfer. Die Rettung. So. Blitzexplosionen! Bam! So, noch einer sagen, ich cap's hier voll nicht drauf, ja? Wow! Krasse Lichteffekte! Okay, haben wir es jetzt? Darf ich jetzt da mitfahren? Wegen dieses Code Blau. Vergiss es, Mann. Du bist zwar ein Arschloch, aber auch Arschlöcher haben manchmal recht. Das gute stimmt. Arbeit, Psycho. Wirklich gut. Oh, danke, Mann. Von Ihnen auch, O'Neill. Holen Sie den Behälter. Wir haben einen offenen Korridor bis zur USS Constitution. Verstanden, Mann. Laut und deutlich. Psycho, geh zum Behälter. Ich komme runter. Jo, ich bin hier. Komm her. Ich sagte, komm her. Meine Waffe ist eh nicht geladen. Ich kann eh nicht auf dich schießen. So. Und jetzt hier hinten einsteigen. Ey, darf ich nicht? No, ich darf nicht. Okay. Okay, Kumpel. Das? Was soll denn daran so besonders sein? Keine Selbstzerstörung. Nehmt den Senkrechtstarter, wir verschwinden! Wir nehmen es zur Rückentwicklung mit nach Korea. Die Piloten sind erledigt. Bring uns hier raus. Oh, God.
eng hier drin, was? Ich bin Dritte, du Pfeife. Sag schön Hallo zu deinen Freunden. Das Drecksding ist zu schwer. Ich brauche zusätzlichen Schub. Alles, was er hat, ist ein Elektroschocker. Aha. Verdammt! Der Radarschirm ist voll! Da kommt ein Schwarm! Wir müssen hier raus! Ich dachte, er braucht einen Schub. Starter auf der Insel. Nehme Kurs auf die Constitution. Wir kommen nach Hause. Alles klar, Kumpel. Haben Sie den Gefechtskopf entschärft? Typisch Nomad. Immer erst an die Mission denken. Jetzt holen wir sie hier erstmal raus. Okay, das war's auch schon mit Crisis Warhead. Ja, war doch ein bisschen kurz im Gegensatz zum ersten Hauptteil. Und was mir halt in diesem Teil durchaus gefallen hat, ist, dass die Storytelling doch schon ein bisschen besser war als im ersten Teil, auf jeden Fall. Und die haben halt hier und da an den Waffen auch nochmal rumgeschraubt und hier und da gebalanced. Und man hat halt auch so gemerkt, wenn man mal in Teil 1 da die Schrotflinte hatte, die war schon ein bisschen overpowered, wenn man damit umgehen konnte. Und ja, finde ich halt schön, dass die halt auch so ein bisschen noch dran rumgeschraubt haben, so am Hauptspiel. Nochmal so ein bisschen die Geschichte aus der Sicht einer anderen Protagonisten erzählt haben quasi. Und ja, ich bin nach wie vor auch ein bisschen gespannt auf die Teile Crysis 2 und Crysis 3, die ich ja auch noch nicht gespielt habe, sondern irgendwann erstmal machen werde. Natürlich dann auch wieder blind als Let's Play. Und ja, bin ich mal gespannt, was die so beinhalten werden. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich so groß und im Ganzen dazu zu sagen habe. Es ist halt Crysis, es ist halt ein stinknormaler Shooter, mehr oder weniger. Ich habe dazu ja mein Resümee zum ersten Teil schon in den auch schon gegeben. Und ja, da hat sich jetzt in diesem Teil jetzt nicht unglaublich viel getan, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, das Einzige, was halt wirklich ist, es ist eine andere Story, ist ein bisschen besser erzählt und Waffen wurden ein bisschen gebalanced. Das war's eigentlich. Es gibt keine neuen Waffen, es gibt keine sonstigen. Und ist halt, er möchte gerne Erweiterung zu Crysis 1. Und ja,
das war's jetzt auch. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play von mir, eurem Mammut, wieder mit dabei. Also, bis denne. Tschüss.